Was? Oh, bei Quake. Genau. Oh. Oh, oh. Wegen dem Blitzen am Rand. So hier. Ich lerne da noch nie, ne? Oh. voll die Musik. Wie viele Hühner sind denn da jetzt? Krasse Hühner? Da sind schon eine Menge. Woher hast du die ganzen Eier? Auch nirgendwoher. Aus dem Geheimversteck. Aus dem Ajörg-Geheimversteck? Aus dem Ajörg-Geheimversteck, ja. So. Bleib hier, du Huhn! Soll die in Leere sein, Peter, ne? Also. Ja, wenn die ausgewachsen wäre, wäre besser. Dann würde ich mehr Level kriegen. Warte doch noch ein bisschen. Ja, guck mal, die springen schon freiwillig vom Dach, die Wichser. Oh Mist, ich kann ja gar nicht mehr fliegen. Boah, war da knapp. Du hast noch überlebt? Ja. Krass, ey, mit seinem Federfall. Ich dachte, ich wäre noch im Game-Mode. Da dachte ich, springst du rüber und fliegst. Lol, ey. Bitter. Ja, da ist er, wenn das Gehirn woanders ist. Wo ist er denn gerade? Weil wie viele Hühner auch in dein Haus rein sind schon. Ma. Heft. Aber was ich für einen krassen Blitz drauf hab, ne? Also ich finde, wir sollten machen, dass du wieder deine... Also ist der Haus auch unten voll? Deine Haus? Ja. Ja, ist schon relativ voll. Ja, und da sind auch schon ein paar Ausgewachsene bei. Ja, dann warte ich noch, bis die richtig ausgewachsen sind, damit ich ableveln kann. Hardcore ableveln. Hardcore ableveln. So, steh jetzt mal auf deinem Balkon rum und piss da runter. Nein! Das fehlt noch als Bedürfnisse, pinkeln. Ja und genau, sind wir bei die Sims oder was? Du musst so scheißen gehen, so. Ah. Lecker. Du musst dann auch immer die Scheiße wegräumen, weil sonst fängt an zu faulen bei dir zu Hause. Und schimmelt, ne? Und muss ja auch die Items mit Eis in der Kiste lagern. Ja, boah. Nahrungsmittel. Muss dann immer holen, das Eis. Das Eis das hält aber nur so und so lange. Boah, super ätzend. Ja, gar nicht. Haben wir noch Cleanstone? Nee, da haben wir Cleanstone mehr. Komm, dann machen wir eben die Tafel noch fertig. Ja, okay. Warte, ich komm rüber. So ruckzuck, so ruckzuck. Warum mit 3S? Ruckzuck. Wo wollt ihr denn hinmachen? Da hinten auch? Ich weiß nicht, irgendwo zentral so. Für die Bauschlampen-Games. Irgendwo zentral so. Das ist aber schon... Ja, ich könnte auch sagen, mach doch mal. Ja, da müssen wir mal gucken, wo Platz ist, ne? Eigentlich... Oder oben in der Etage. Eigentlich wäre am geilsten, wir bauen die jetzt hier irgendwo und wenn wir dann wirklich die Bauschlampen-Games machen, dann nehmen wir die T-Shirt-Contest-Säulen raus und machen die da auf den Berg, weil den kannst du eigentlich von, glaube ich, fast überall sehen, oder? Ach so, meinst du? Ja. Oh, da sind aber viele Skelette jetzt in unserem Spiel da drin, ey. Krass! Ja, da hinten zwar eine Menge. Oder wir machen die Tafel an die Seite von unserem Haus. Ich glaube, das ist noch besser, weil dann ist sie ziemlich oben. Seite vom Haus? Ja, von außen am Haus bauen wir die mal eben. Hier? Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich hüpf doch, Mann! Ach da, ne, höher. Eine Etage höher, der nächste Ring. Ach so, der Ring, der bei mir aus dem Raum kommt. Ach so. Ah ja. Heiko, wir brauchen Schilder. Viele Schilder. Schilder. Wir sind zwei Skelette, es könnte sein, dass ich sterbe, also, ne? Ah ja, unten. Unten Schilder. Ah, ich bin schon wieder 24. Ich bin Nummer 38. Ah! Hui! Nein! Boah, heute ist aber wieder eine richtige Sterbesession für mich, ey. Boah, was ist das denn? Was machst du denn da? Voll viele Zombies auf einmal hier. Das ist, du hast Ruinen geschaffen, die Zombies anziehen, glaube ich. Cool. Und Creeper und jeden mögliches Gesockse, ey. Ein Enderman ist hier auch noch. Passt den zu dir. Den will ich jetzt aber nicht anglotzen, den Enderman. Und da ist noch ein Zombie. Boah.
Hier oder was? Weißt du, das ist ein effektiver Monster-Spawner. Weißt du, wie viel er spawnt die ganze Zeit? Obwohl da ein Licht an ist? Heft! Das ist geil. Das ist geil. Aber hier das oben wäre blöd, wenn wir da öfter mal was ändern müssen. Warte, rein theoretisch können wir das auch. Aua! Können wir es auch? Aua! Keine Rüstung bei mir kaputt. Was ist denn, wenn wir das hier so hier zwischenbauen? Ich meine, die muss ja nicht riesig werden. Obwohl doch 16 Teilnehmer. Warte, ich baue mir das mal eben ganz schnell kurz so bildlich vor. Ah ja, ich hatte noch ein Thema aufgeschrieben. Und zwar lese ich öfter von wegen, wie geht's deinem Anus? Ja, meinem Anus geht's wieder formidabel. Ist er wieder refreshed? Ja, der ist refreshed. Da ist alles in Ordnung. Ja. Waren auch keine Mängel dran, so wegen Gewährleistungsfall oder so, was nee, der Arzt da gemacht hat? Alles Faco. Also. Ah, sehr gut. So, warte, wir haben 4 Spiele. Ja. Mit jeweils 4 Schildern. Okay. Also im Grunde ist das nur 6 hoch, sag ich mal. Ja. Es ist jetzt nicht so die Monsterwand eigentlich. 6 hoch? Dann ist rechts das Finale. Ah ja, kratzen. Das ist dein Arsch wieder, ne? Ja, ich kratze. Gerade von geredet, schon muss er den Arsch kratzen. Mein Anus kratzen erstmal. Da, Auge kannst du haben. Warte, damit es hier ein bisschen entspannter ist. Ach ne. Hey! Brennt ihr Narren! Echt, ey. Hau ab. Mach nichts. Du mit deinem Spinne. Du mit deinem Blitz, ey. Hau ab! Ich mach doch nichts. Du machst nur Blitze. Nee, da war ich nicht. Gerade da wäre mit Lachen gesagt. Nein. Nee, das war ich nicht. Komm, wir bauen hier den Berg mal ein bisschen ab. Heiko, könntest du noch ein paar steinzige Treppen bringen? Was machst du da? Nix. Oh. Bist du wieder ganz blieb? Spleef? Da gibt es auch auf dem Server, da kannst du große Eisfläche und da musst du einem unter die, so. Also die Füße ja, unter wegziehen. Also die Fläche unter dem Boden, unter den Füßen wegmachen. So. Hast du denn Effizienz drauf, oder? Ja klar. Geklär, sagt der immer, geklär. Haltbarkeit 3, Glück 2, Effizienz 3. Oh yeah. Mein man. Gott, hast du auch im Single-LP verzaubert, ne? Ne, der war hier, aber ich habe die da nur repariert. Ich glaube, die hören schon gut. Lol, guck mal hier. Was war? Ich grab hier so rum und dann kommt er da raus. Und find ihn so, hä? Ah, so haben wir unsere Baustampe gefunden. Guck mal, da ist noch eine. Dann nehmen wir die so lange, bis die neue da ist. Genau, es sind dann so welche, die kommen dann irgendwie auf unseren Server und verstecken sich immer. Laufen permanent mit Schiff, da will die nicht sehen. Boah, dauerhaft. Und machen so ein Spiel da draus. Aber können wir da eventuell einen Cleanstone-Boden mal reinsetzen, oder nicht? Hier? Ne, oder Steinziegel, ne? Heiko holt ja gerade aus Steinziegeltreppen. Ja, okay. So, warte. 1, 2, 3, 4, 5. 7 breit. 1, 2, 3, 4. Hast du das da aufgezeichnet, oder was? Ja, klar. Ja, klar. Alles klar? Ja, klar. Guck mal. Jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, guck mal. Guck mal. Was denn? Ja, nix. Hier so. Guck mal, mit 2 so Steine. Geil. Guck mal. Hast du gut gemacht. Komm, bau mal hier eine schöne Treppe. Heiko bringt, glaube ich, gerade die Klötze immer. Dann rennt da immer einer hoch und ändert die Scheißtafel? Ja, er ist. Was heißt immer? Das ist doch nicht so oft. Ja, hoffentlich. Dann machen wir 4 Mal. Ich mach das nicht, also. Du hast keinen Bock, oder was? Die Karte kannst du einen anderen geben. Ich hab heute schon so viel Scheiße gemacht, Gerd. Genau. Ja, Klaus.
Aber der muss ja richtig Scheiße machen. Wann heute? Und morgen. Ja, weißt du das schon? Ja, Bremsleitung macht er doch. Ach von ja, vorne genau. Bis hinten, 4 Stück. Ja, geil. Sollte erst der Uwe machen. Und dann, ne, das kann er schön selber machen. Hat der Uwe dann gesagt, oder? Ja. War doch klar. Was machst du da jetzt? Ich mach eine Wand. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machst du hier noch Steine? Nö. Kunde? Kann ich auch selber machen. Jetzt habe ich selber gemacht. Guck mal, von hier eine Treppe. Guck, eine Treppe, die hier runter geht und dann irgendwo hier hin. Und dann oder ne, warte, wo von, vielleicht da von, wo Heiko gerade ist. Vielleicht davon, vielleicht guck. Hier, da, hier, da. Da. Hier, guck da, wo Heiko ist, vielleicht da. Wo, hier runter? Ne, oder hier so rüber? Könnten wir auch machen. Dann kann man immer so schräg rüberlaufen. Okay. Oh, jetzt hab ich die Schaufel weggetan. Ah, wieder in deinem Element, ne? Nee. Hui. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, mein Kater nervt schon, wer so hart an der Tür, ne? Will er wieder rein? Ja, klar will er rein. Und dann 2 Minuten später wieder rauszugehen. Nur um zu nerven, ne? Ja, das ist halt manchmal ein harter Spaß, ey. Harter Spaß. Wer hat denn hier die Creeper-Falle für mich gebaut? Welches Schwein? Ich nicht. Also ich kenne da, glaube ich, einen, der das auch kann. Ja, ich glaube, das war der Heiko. Also aber nur aus Zufall kann er das. Ja, ja. Weil ich habe meine Taschen leer gemacht und da war eine Creeperwelle mit drin. Sie sagen, es geschah nicht auf ihren Geheiß? Oh ja. Oh, aber er guckt es mir natürlich ab, deswegen. Ah. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Werden. Oh! Jetzt werden. Ach, der Heiko war das. Was war? Mit dem Creeper? Der hat mich ja runtergeballert. Ne, der hat mich ja runtergeballert mit denen. Ja, klar war der mit dem Creeper. Ne, das warst du doch. Hör doch auf. Ich wär's gerne gewesen. Ne, du warst halt bestimmt. Also in der Hinsicht ist unsere Vertrauensbasis auf ewig gestört, Peter. Also, meinst du? Wenn irgendwo ein Creeper auftaucht auf einmal, dann weiß ich, das warst du. Immer. Ne. Wohl. Ich hab gar keine, ich hab nur noch 3 Fackeln, ne. Ist doch nicht schlimm so. Bäm. Bäm. Und tschakka bäm. Jetzt war lieber 2 brennende Säulen daneben gehabt, aber so ist auch gut. So ist auch awesome. Wo immer Blitze einschlagen, alle 15 Sekunden. Kann man das automatisieren? Ich denke mal, mit Command-Blocks kann man das bestimmt machen. 1, 2, 3, 4. Das wäre cool, ne? Für Debitos Castle so. Runde 1. So, nachts und dann noch am Gewittern. Und am Regen. Runde 2. Also es dauert nicht mehr so lange. Dann könnt ihr euch bewerben. Nicht als PN, sondern gibt es ein Formular auf der Website. Ja. Geil. Und sind 4 Bewerbungsrunden, dann werden jeweils immer 4 Spieler ausgewählt, die dann gegeneinander kämpfen und dann zum Schluss im Finale nochmal alle Finalisten. Und der Gewinner hat gewonnen. Der kann uns dann als Hilfe dienen, kann dann mit aufnehmen, mitspielen, ja. Schlampen. Also abschlampen. Der kann auch sortieren. Warte, ich mach schon mal ein paar Platzhalter. Ist bestimmt auch interessant, wenn man dann seinen Namen irgendwann da drauf sieht. Und weißt du, oh, ich kann mitmachen. Hui. Hui. Genau, die geben auch nur den Videos bekannt, die Namen, ne? Ja. Müssen sie die immer gucken. So voll ätzend. So mittendrin. Bin ich da dabei? Ja, da musst du gucken. Genau, und nicht immer am Ende einer Aufnahmesession, sondern immer irgendwann. Ne, ich würde sagen, dass ich in den letzten 250 Folgen eine Videoanmerkung reinmache. Ja. Die 5 Sekunden dauert und in eins der Videos ist dann immer ein Name. Boah. Das ist die nächste Qualifikation, die eine Bauschlampe haben muss, ne? Voll krass. Engelsgeduld. So ist das nice. So ist nice, aber so muss das nicht auf andere Seite, Junge? Und ich dachte, man kommt hier so runter und kann hier so bauen und guckt. Andere Seite? Ach so.
Okay, nee, dann lass so, dann lass so.